Um was geht's hier? Wenn mich jemand auf einer Party fragt, was ich mache, dann antworte ich normalerweise, dass ich versuche, Roboter zu bauen, die Services für uns ausführen. Zum Beispiel auf einer Party automatisch Getränke austeilen oder Cocktails anrichten. Eine der wichtigsten Fragen, die wir haben, ist, wie wir Roboter dazu bringen können, die Welt zu verstehen. Also Dinge zu interpretieren, die sie sehen mit ihren Kameras oder Lasersensoren oder was immer Sensoren, die sie haben, um daraus abzuleiten, was sie dann eigentlich am besten tun können. Also ist das etwas, wo ich drüber fahren kann oder ist das ein Hindernis, dem ich ausweichen muss oder vor dem ich anhalte? Für die Projekte ist es einsetzen der Oberpart. Ich habe das ein bisschen dystopisch gesehen mit der künstlichen Intelligenz und dachte mir da auch sofort an Terminator Arnold Schwarzenegger, der über Totenschädel fährt und zermalmt. Aber mittlerweile sehe ich das eher als Chance. Das ist eine Utopie. Ich glaube, wir vereinfachen unsere Zukunft damit um einiges. Da wird das normale Arbeiten so nicht mehr stattfinden. Die Leute wachsen anders auf. Also ein Klischee ist typischerweise, dass wir daran arbeiten, die Herrschaft über die Menschen zu übernehmen und dass das unser Ziel ist. Aber das ist eigentlich nicht unser Ziel. Wir versuchen eigentlich, Roboter zu bauen, die in irgendeiner Form nützlich sind. Also was ich jetzt besonders interessant fand an der Zusammenarbeit mit den beiden war, dass sie eben halt so die Vision aufgenommen haben, dass Roboter Bestandteil unseres Lebens werden und auf diese Art und Weise eben halt auch Dinge tun, die wir normalerweise tun, uns also aus dem Urlaub Bilder schicken von sich selbst, Selfies oder andere, wo sie sich positionieren in Form von Sehenswürdigkeiten. Die Grundidee von den Polaroids, Schnappschüsse, Momentaufnahmen, einzelne Fragmente aus dem Leben verschiedener Roboter. Und jedes einzelne Foto erzählt so eine kleine Geschichte zu verschiedenen Themen. Wie ein Roboter sieht, also diese Mapping-Geschichten, 4-Farb, 5-Farb, nur Outlines, nur Kontraste, teilweise richtig hässliche Farbkombinationen, aber das spielt ja auch gar keine Rolle. Also es muss nicht hübsch sein, es muss irgendwas vermitteln. Dieses Skype-Interview mit einem Wissenschaftler, der auf einem anderen Kontinent sitzt, das war für uns dann letztlich irgendwie was voll Spannendes. Was ich auch ganz interessant fand beim autonomen Fahren, was für Probleme da gerade vorhanden sind, dass sie Probleme haben mit Regen, dass die Sensoren überhaupt nicht drauf reagieren. Ein fundamentales Ergebnis, an dem wir sehr, sehr lange gearbeitet haben und das auch wirklich die Robotiklandschaft verändert hat, ist die Frage der Positionsschätzung. Also wie kann ein Roboter rausfinden, wo er sich gerade befindet? Und da haben wir vor einigen Jahren ein Verfahren entwickelt, das eigentlich heutzutage weltweit in allen möglichen Robotersystemen und selbst in selbstfahrenden Autos eingesetzt wird. Also wenn irgendwann mal ein selbstfahrendes Auto an Ihnen vorbeifährt, dann wissen Sie, dass dann mit großer Wahrscheinlichkeit ein Verfahren von uns drin ist.